Hallo, 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 hier ist Shoki Banoki Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Heute am 19. Januar. Pujan ist heute da und ich bin Saji. Und wir kommen gleich zum Geburtstagskind. Ja, das Geburtstagskind heute am 19. Januar ist. Weißt du, wer es ist? Sapalot. Das ist doch die Kunikova. Wer? Nein, Andy Borg, genau. Andy Borg ist auch nicht mal ein Tennisspieler. Stefan, hast du Stefan? Steffen heißt er. Stefan Edberg. Ach so. Ja. Stefan Edberg. Stefan Edberg, schwedischer Tennisspieler, Wimbledon-Sieger, der hat irgendwie alles Mögliche gewonnen. Aber-Fan. Bestimmt Aber-Fan. Käseesser. Ja, ja, genau. Linksschuhträger. Ja. Rechtshänder, einhändige Rückhand hat er gehabt, ja, hat Preisgelder gewonnen in der Summe von ca. 20 Millionen, 21 Millionen US-Dollar. Und das war damals schon Badaboom. Ja. Also aber, das wären jetzt bestimmt 22 Millionen Dollar. Ja, er hat in seiner Karriere hat er 806 Spiele gewonnen und 270 verloren. Tja, ist ein guter, weiß ich nicht, ist das gut? Wahrscheinlich scheinbar hat er die richtigen Spiele gewonnen, muss man ja auch mal so. Ne? Ja, also die höchste Platzierung war 1990, da war er Nummer 1. Und zwar für wie lange? Nummer 1 war er 72 Wochen. Verdammt, die Info hat er auch noch. Ja, genau. Unglaublich. Frag mich. Ich dachte, ich hätte ihn irgendwie. 6 Grand Slam-Titel, wie heißt das, ja? Grand Slam. Australian Open zweimal, French Open einmal, Wimbledon zweimal, US Open. Und so weiter und so fort. Und so weiter. 19. Januar 1955, ein ganz, ganz wichtiger Tag für alle Menschen auf der ganzen Welt. Zumindest die, die lesen und schreiben können. Also. Warum? Denn an diesem Tag ist Scrabble das erste Mal auch in Australien und Großbritannien verkauft worden. Das war vorher einfach nur USA. Und da an diesem Tag, 19. Januar 1955, Scrabble auch nach Australien und Großbritannien. Und nach Deutschland? Warum erst die Länder? Ja, du hast eigentlich gerade ja schon gesagt. Weil es englischsprachig war. Weil das englische Buchstaben waren. Englische Buchstaben? Was erzählst du denn für eine Scheiße? Das englische A zum Beispiel. Ja, genau. Kennt man ja. Das englische G. Genau. Heute ist auch Po-Toaster-Tag. Was für ein Toaster? Po-Toaster-Tag. Ja. Po-Toaster, das geht zurück an Edgar Allan Poe. Mach mal hier. Achso, hier, genau. Hier ist ja Edgar Allan Poe. Ja. Und es ist... Der Rabe und so. Ja. Das sieht ja richtig düster aus. So schwarz-weiß, dass er alles immer schwarz-weiß gesehen hat. Selbst sich selbst, ne? Ja. Und viele feiern den Po-Toaster-Tag heute am 19. Januar. Wenn dir so ein Gesicht in der Bar einen ausgibt, dann überlegst du doch 10 Mal, ob du das trinkst, oder? Guck dir das nochmal an. Nee, das ist Edgar Allan Poe. Der überlegt sich doch gerade, alleine möchte ich nicht sterben. Komm, ich gebe dir einen aus. So sieht das aus. Ja. Nee, Katastrophe. Was war historisch noch los? Noch passiert ist... Am 19. Januar? Was wir hier sehen, ist Faust und Mephisto. 1829, 19. Januar 1829, war der Tag der Uraufführung des Stücks Faust. Die Tragödie, also. Erster Teil von Johann Wolfgang von Goethe in Braunschweig. Genau. In Braunschweig? Ja. Ein sehr schöner Ausspruch aus diesem Stück. Bescheidene Wahrheit spreche ich dir, wenn sich der Mensch die kleine Narrenwelt gewöhnlich für ein Ganzes hält. Ach, guck mal hier. Gebrüder Montgolfier. Ne? Ja, was alles weiß, der Abiturient. Sehr schön. Ja, das war's für den 19. Januar. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal massivst Spaß, habt einiges mitgenommen und könnt wieder blenden, was das Zeug hält da draußen. Ja, aber richtig schön angeben. Ja. Bis morgen. Cheerio, bye, Sophie. Bye.